Ich habe das Thema gestern schon einmal kurz erwähnt, als wir über den turbulenten Air-Canada-Flug mit insgesamt 37 Verletzten an Bord gesprochen haben. Ein Passagier macht normalerweise deutlich vor dem Flugzeug schlapp. Es gibt strikte Belastungsgrenzen, die ein Passagierflugzeug immer und immer wieder aushalten muss. Und weil es gerade passt, dachte ich mir, wir sprechen einfach mal ein bisschen genauer über das Ganze und klären mal die Frage, was so ein Flugzeug denn überhaupt alles aushalten kann. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Für all diejenigen, die gestern schon dabei waren, beim gestrigen Video, die haben ja eigentlich schon die Antwort auf die Frage bekommen, ob Tragflächen irgendwann zerbrechen können. 154. Ja, das können sie definitiv. Aber der Punkt, an dem sie das tun, der liegt glücklicherweise deutlich hinter dem normalen Betriebsbereich eines jeden Passagierflugzeuges und noch viel weiter hinter dem Wohlfühlbereich für alle möglichen Passagiere. Und auch wenn ich selbst jetzt zwar keine Flugangst habe, finde ich es doch persönlich sehr beruhigend, dass man diesen Punkt bei jedem Flugzeug irgendwann auch mal gefunden hat. Und zwar nicht nur durch irgendwelche Berechnungen, sondern durch wirklich echtes Ausprobieren. Die Belastungsgrenzen für alle möglichen Flugzeuge definieren sich über sogenannte G-Kräfte, also über ein sogenanntes Lastvielfaches. Und für uns als Passagiere reicht jetzt erst einmal ganz simpel die Erklärung, dass wenn wir im Flugzeug sitzen, nichts bewegt sich, nichts wackelt, das Ding steht beispielsweise ganz einfach noch an der Parkposition, oder wir sitzen zu Hause auf der Couch, das macht erst einmal auch überhaupt gar keinen Unterschied, dann wirkt auf uns und auf alles um uns herum erst einmal plus ein G. Das ist hier also erst einmal immer die Ausgangslage. Zumindest wenn es um G-Belastung geht, Vorsicht, ganz simpel gesagt, die senkrecht von oben nach unten durch uns hindurch gehen. Werden wir jetzt im Flugzeug beim Start beispielsweise durch die Beschleunigung der Maschine in den Sitz gedrückt, dann ist das, was wir da spüren können, tatsächlich auch schon eine G-Belastung. Dann allerdings nicht mehr senkrecht von oben nach unten durch uns hindurch, sondern in der waagerechten. Und das ist auch eine sehr geringe G-Belastung. Und generell in dieser Richtung sind G-Belastungen für Menschen auch bis zu einem sehr späten Punkt sehr gut aushaltbar. Waagerecht, meist als X-Achse bezeichnet, drückt uns während des Startlaufes des Flugzeuges irgendwas um die 10-20% unseres eigenen Körpergewichtes gefühlt nach hinten in den Sitz. Das ist also erst einmal nicht weiter erwähnenswert. Und an unserer Ausgangslage in der senkrechten von plus einem G ändert sich während des Startlaufes erst einmal genau gar nichts. Es sei denn, man ist auf der buckeligen 1.8 in Frankfurt unterwegs, aber erst einmal ändert sich genau gar nichts bis zu dem Zeitpunkt, wo das Flugzeug dann abhebt. Dort ändert sich daran etwas. Das ist der erste Zeitpunkt während des Fluges, wo wir eine deutliche G-Belastung über plus einem G spüren. Allerdings auch wirklich nur im Moment des Rotierens des Flugzeuges. Also in dem Moment, wo man ganz klar merkt, dass die Maschine jetzt die Nase nach oben nimmt und sich dann plötzlich vom Boden entfernt. Da spürt man eine positive G-Belastung über plus einem G. Das liegt daran, dass die von den Tragflächen erzeugte Auftriebskraft des Flugzeuges jetzt größer sein muss als die Gewichtskraft der Maschine, um das Flugzeug jetzt vom Boden abheben zu können. Ja, und im unbeschleunigten Steigflug verschwindet diese Belastung dann wieder. Genau genommen wandert zu diesem Zeitpunkt des Fluges die Belastung, die G-Belastung, die wir als Passagiere im Flugzeug abbekommen, sogar ganz leicht unter die plus 1G, da im unbeschleunigten Steigflug ja sogar weniger Auftriebskraft von den Tragflächen verlangt wird als im unbeschleunigten Horizontalflug, da jetzt im Steigflug ein Teil des benötigten Auftriebes durch den Triebwerksschub erzeugt wird. Das spürt man aber gar nicht und ist deswegen auch gar nicht weiter erwähnenswert. Das wird erst dann interessant, wenn es zu einem vertikalen Steigflug kommt, also mit Kampfflugzeugen beispielsweise. Die werden dann nämlich, wenn sie wirklich absolut senkrecht nach oben in den Himmel schießen, komplett vom Triebwerksschub getragen. Und dann spürt der Pilot in Richtung der Y-Achse, also wieder ganz doof gesagt, von oben nach unten ja 0G, weil er sitzt ja jetzt gar nicht mehr in seinem Sitz da vorne drin, vorausgesetzt der Stuhl in seinem Kampfflugzeug, der steht da wirklich kerzengerade drin, mit einer 90-Grad-Winkellehne da. Er sitzt ja gar nicht mehr in diesem Stuhl, sondern er liegt jetzt quasi auf der Rückenlehne. Aber gut, so viel erst einmal nur zum Verständnis. Die für uns, für unsere Betrachtung jetzt interessanten G-Belastungen in Richtung der Y-Achse, die man an seinem eigenen Körper dann auch wirklich spüren kann, die entstehen jetzt im Passagierflugzeug entweder durch Böen, also doof gesagt erstmal durch Turbulenzen, oder durch Flugmanöver. Und fangen wir mal an mit der hoffentlich kontrollierten Aktion von diesen beiden Sachen, und zwar mit den Flugmanövern. Vollkommen klar, für die Passagiere entstehen G-Belastungen im Flugzeug während des Kurvenfluges. Und diese G-Belastung bzw. das Lastvielfache lässt sich tatsächlich ganz einfach berechnen, vorausgesetzt, das Flugzeug hält während des Kurvenfluges die Höhe.
Dort gilt dann nämlich 1 durch Cosinus von Beta, wobei Beta die Querlage des Flugzeuges ist. Das liefert uns dann das Lastvielfache. Ist tatsächlich gar nicht so schwer, oder? Ja, gut, und wenn wir jetzt über den normalen Betriebsbereich eines Passagierflugzeuges sprechen, so wie wir das ja jetzt schon die ganze Zeit machen, dann finden wir hier bei der Querlage eines Flugzeuges auch die erste tatsächliche Grenze. Denn mehr als 30 Grad Bank, also mehr als 30 Grad Querlage, verwendet man in der Passagierfliegerei eigentlich nicht. Um in dem Wohlfühlbereich zu bleiben, hört man sogar meist bei 25 Grad Querlage auf. Schmeißen wir das mal in die Formel rein, dann kommt für 25 Grad Querlage ein Lastvielfaches von 1,1g raus und bei 30 Grad kommt ein Lastvielfaches von 1,15g raus. Ja, und ihr merkt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte. Das ist von den Belastungsgrenzen eines Flugzeuges 2,5g bis minus 1g natürlich alles ewig weit entfernt. Das Lastvielfache steigt jedoch mit zunehmender Querlage exponentiell an. Bei einer 60 Grad Querlage, was aber echt schon höchst unangenehm ist und auch mit einem normalen Passagierflugzeug so im normalen Betrieb, wie gesagt, nicht geflogen wird, da erreicht man dann ein Lastvielfaches von 2G. Also als Passagier spürt man in seinem Sitz das Zweifache seines eigenen Körpergewichtes. Die Grenze von 2,5G, also die minimale Belastungsgrenze für jedes größere Transport- und Passagierflugzeug, die wird dann bei einer Schräglage von 67 Grad erreicht. Und wenn man jetzt mal in die Grenzen schaut, die Airbus den Piloten mit dem Fly-by-Wire-System, also mit einem Flight Envelope des Airbus im normalen Betriebsmodus an die Hand gibt, das, was der Pilot am Sidestick im normalen Betriebsmodus des Airbus von dem Flugzeug verlangen kann, das sind komischerweise auch exakt 67 Grad Schräglage. Und wenn wir schon bei diesem sogenannten Flight Envelope sind, wisst ihr, wie man bei einem Airbus im normalen Betriebsmodus auf eine Ground Proximity Warning reagiert, also auf den Ausruf Terrain, Terrain, Pull Up. Habt ihr vielleicht schon mal im Flugsimulator gehört oder sowas? Man zieht. Und so einfach ist es dann auch. Man zieht und zwar bis zum Anschlag. Der Airbus reißt daraufhin sofort die Nase nach oben. Das ist ja auch genau das, was man von dem Flugzeug in dieser Situation verlangt. Er tut das bis zu einem Load Factor, also bis zu einem Lastvielfachen von exakt 2,5G. Man muss sich also nicht erst an diesen Wert herantasten, mit der Gefahr, dass man diesen Wert dann überschreiten könnte, sondern der Flieger liefert sofort die beste Steigperformance, die man unter Einhaltung dieser Belastungsgrenzen für ein Passagierflugzeug auch wirklich dann erreichen kann. Und so ergibt das schon mal alles ein bisschen Sinn, oder? Und das ist selbstverständlich alles extrem weit entfernt von dem, was man Passagieren im normalen Betrieb zumuten kann. Viel interessanter ist jetzt also das, was Turbulenzen mit dem Flugzeug anstellen können, also die sogenannten Böenlasten, die auf das Flugzeug wirken können. Ganz einfaches Beispiel, das Flugzeug befindet sich in einem unbeschleunigten Horizontalflug, fliegt also auf Reiseflughöhe mal angenommen einfach, ohne dass irgendetwas passiert, geradeaus. Und jetzt kommt von vorne eine starke Böe, drückt direkt auf die Nase des Fliegers, schlagartig erhöht sich der an den Tragflächen erzeugte Auftrieb des Flugzeuges und die Auftriebskraft der Maschine ist jetzt ganz plötzlich ein gutes Stück größer als die entgegengesetzte Gewichtskraft des Flugzeuges. Es wirkt ein positives Lastvielfaches. So oder so ähnlich, in chaotisch, völlig ungeordnet und aus allen Richtungen in verschiedenen Stärken, das nennt man dann Turbulenz. Ist diese Turbulenz jetzt stark genug, dann kann es ist sehr unwahrscheinlich, aber es kann eben zu solchen Situationen kommen, wie an Bord der Air Canada 777 mit 37 verletzten Menschen vor ein paar Tagen. Dort kommt das Flugzeug dann deutlich dichter an die plus 2,5G bzw. minus 1G. Diese Belastungsgrenzen sind für größere Passagierflugzeuge Vorschrift und das Ganze heißt dann Load Factor Limit. Obendrauf kommt jetzt noch, wie gestern bereits angedeutet, der sogenannte Sicherheitsfaktor von 1,5. In diesem Bereich darf das Flugzeug zwar durchaus Schäden davontragen, auch das sieht man in dem 777-Video, aber die Maschine muss in einem flugfähigen Zustand bleiben. Da darf nichts in 1000 Teile zerbrechen. Darüber hinaus kann die Struktur des Flugzeuges versagen. Das war jetzt hier bei der Boeing 777 bei 154%, also bei dem 1,54-fachen des Load Factor Limits der Fall. 154. Bei der Boeing 707 und damals auch bei der Boeing 727, da ist man bis zum 1,6-fachen des Load Factor Limits durchgekommen, bevor die Struktur versagte und die Boeing 747, die hat damals sogar das 1,65-fache ausgehalten. Gerade die Boeing 747 musste in der Vergangenheit aber auch schon unter Beweis stellen, dass sie auch oberhalb dieser hier demonstrierten 4,1G ihren Passagieren noch immer genug Schutz bieten kann. 1985 vernichtete eine Boeing 747 SP der China Airlines nach einem Triebwerksausfall
Fall in einer Höhe von 41.000 Fuß, ganze 30.000 Fuß in unter 2,5 Minuten. Das Flugzeug trudelte da nach unten durch und konnte erst in einer Höhe von 9.000 Fuß wieder abgefangen werden. Währenddessen wirkten auf das Flugzeug Kräfte von bis zu 5G. Das Flugzeug landete daraufhin ohne größere Probleme auf dem Flughafen von San Francisco und auch von den Passagieren oder von der Besatzung, da war niemand wirklich ernsthaft verletzt. Aber 5G, das ist, auch wenn es kurzzeitig war, das ist natürlich schon ein ganzes Stück über den Limits. Die Tragflächen der Maschine waren nach der Landung permanent 5 cm nach oben verbogen und hinten am Leitwerk des Flugzeuges, am Horizontal Stabilizer und auch am Höhenruder fehlten tatsächlich große Teile aufgrund der großen G-Belastung. Aber das Flugzeug hat das Ganze trotzdem ausgehalten. Aber gibt es auch Maschinen, die da eventuell nicht ganz so stabil sind? Das ist tatsächlich so. Das kommt ab und zu mal vor im Flugzeugbau oder beim Testen der Maschine, bei diesem Ultimate Load Factor Test. Zum Beispiel beim Airbus A380. Dort versagten die Tragflächen beim ersten Test bereits bei 145%, also beim 1,45-fachen des Load Limits, was wiederum bedeutet, dass man den Sicherheitsfaktor von 1,5 hier nicht erreichen konnte. Also musste hier definitiv nachgebessert werden und das hat man dann auch gemacht und dann konnte der Sicherheitsfaktor auch gehalten werden, auch wenn der A380 sicherlich auch mit dem 1,45-fachen des Load Factor Limits definitiv für alle Zeiten sicher unterwegs gewesen wäre. Aber im Flugzeugbau ist das eben immer alles ein Kompromiss und so gibt es eben diese Grenzen, die weit weg sind von jeglichem Normalzustand, aber sie müssen eben erfüllt werden und so sorgt man damit und später dann mit entsprechender Erwartung dafür, dass diese Flugzeuge eben fast alles mitmachen. Und auch das macht das Fliegen am Ende des Tages so sicher. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.